Auf geht's, liebe Zelda-Fans! Willkommen zurück zum vierten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo! Ich habe euch, wie gesagt, versprochen, dass ich in diesem Part mal herausfinden werde, wie man eigentlich hier das Ganze gut bestreiten kann. Ja, und ich habe mich schlau gemacht und habe erfahren, dass diese blöden Zyklopen, die uns ständig sterben gelassen haben, die uns ständig getötet haben, dass man diese auch einfach nur Western nimmt und dass man diese angeblich besiegen kann, wenn man einen Pfeil schießt. Allerdings würde ich sagen, da wir jetzt noch nicht wirklich gut ausgerüstet sind, müssen wir darauf achten, dass wir, wenn möglichst, denen ausweichen, ne? Irgendwann werden wir noch eine Möglichkeit finden, die besser zu bezwingen, aber bis jetzt sollten wir das lieber sein lassen. Wir müssen einfach versuchen, uns gut um sie herum zu schleißen. Und ich würde auch sagen, man kann auch viel besser sehen, wenn man von hier oben guckt. So. Hast du uns nicht entdeckt? Das freut mich doch sehr. So. Jetzt aber schnell. So. Hoch, 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 hoch. Damit er uns nicht sieht. Ne? So. Und runter. Und hoch, 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 hoch. Damit die uns nicht sehen. Schnell, 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 schnell. So. Und runter. Sehr schön. Puh. Tja. So schnell geht das, ne? Mann, wie blöd habe ich es mit dem letzten Part angestellt. Ganz ehrlich. So. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind beim nächsten Schrein angelangt. Das wäre auch unser Ziel, dass wir heute möglichst, wie heißt der, diesen Jabashiv-Schrein bestreiten können. Im letzten Part haben wir ja diesen Schrein hier geschafft, den Ma'ulu-Schrein. Und heute wollen wir uns mal den Jabashiv-Schrein widmen. Denn der alte Mann hat uns ja gesagt, wir müssen hier diese ganzen Schreine machen, damit wir von ihm das Parasegel bekommen. Das ist ja wirklich unser Ziel. So, wir haben es Gott sei Dank geschafft. Und dann würde ich mal sagen, begeben wir uns doch mal in diesen Schrein rein. Und ihr müsst euch da erst beeilen bei diesen blöden Western, weil die können erst mies werden. So, dann bin ich gespannt, was da uns eigentlich jetzt drin erwartet. So, also würde ich sagen, wieder ein Rätsel heute zu lösen. Ab ins Abenteuer rein. Wumm. Tja, wenn du im Sprung von einem hohen Ort deinen Bogen zückst, wird vorübergehend die Zeit verlangsamt, sodass du konzentriert zielen kannst. Okay. So, es ist für mich genauso spannend wie für euch. Ich weiß auch nicht, was auf uns kommt. Deswegen können wir mal gespannt sein, was es da so heute gibt. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Jabashiv. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Zerstörungskraft. Jabashiv-Schrein. Ja, cool. So, dann würde ich sagen, werden wir wieder, wie gehabt, hier mal unseren Shika-Stein aktivieren. Und mal gucken, was da so passiert. So, Shika-Stein erkannt. Datenübertragung beginnt. So, und jetzt kriegen wir ein weiteres Modul, ne? Nämlich das Bombenmodul. Cool. Löst aus der Entfernung Explosionen aus. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zu und zerstören Objekte. Verwende je nach Bedarf runde oder eckige Bomben. Hey, das wäre doch eigentlich für diese Western eigentlich ganz cool. Dann könnten wir sie nämlich versuchen zu eliminieren, was die ganze Sache eigentlich relativ einfach machen würde. So, Schnellauswahlmodule. Das wissen wir bereits. So. Dann würde ich sagen, wählen wir doch mal unsere Bomben aus. Nur die Frage ist, wie kann man die aktivieren? Ah, alles klar. Dann würde ich sagen, werfen, ne? Und mit L. Was? Scheiße, was haben wir gemacht? Wir haben uns selbst umgebracht. Oh, nee. Scheiße. Oh, Mensch. Oh. Naja, jedenfalls haben wir den Vorteil, dass wir jetzt, so, und jetzt,
Ja, ein bisschen weiter weg gefälligst, ne? Und dann würde ich sagen, zünden. Sehr schön. Mann, ey. Willst einfach zu nah dran, bring mich selbst um. Oh Mensch, ich bin teilweise echt ein Dussel, ganz ehrlich. Naja, okay. Jedenfalls gibt es da noch mehr von diesen Bomben, die wir legen müssen. So, dann würde ich sagen, einmal werfen und möglichst weit weg anzünden. Sehr schön. Und dann machen wir das Gleiche doch mal. Hier ablegen. Jetzt bitte Abstand halten und zünden. Aber das Beste ist immer noch, liebe Leute, es gibt unendlich viele Bomben in diesem Spiel. Das macht die Sache richtig schön. So, dann würde ich sagen, öffne die Truhe bitte. Und wir bekommen einen Reisezweihänder. Sehr beliebt bei Abenteurern aus ganz Hyrule. Mit diesen schweren Waffen kann man Monstern ihren Schild aus der Hand schlagen. Hey, gar nicht mal schlecht, ne? So, wumm. Cool, ey. So, Schnellauswahl Waffen, haben wir Reiseschwerter. Wobei es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir versuchen, erstmal die anderen Waffen so ein bisschen kaputt zu machen, weil wir müssen ja nicht immer das Schwerste einsetzen. Das ist ja auch immer gut zu wissen. So, was hätten wir denn hier? Vielleicht macht es ja Sinn, erstmal uns hier unten umzugucken, was es hier gibt. Wobei. Ah, haha. Hier wird es ein bisschen tricky, muss man sagen. So, wir warten, bis die Plattform da ist. Dann gehen wir da rauf, holen eine Bombe, legen die ab. Und jetzt müssen wir zünden. Scheiße. Oh, hat aber trotzdem funktioniert. Okay, alles klar. Nicht übel. So, dann. Einmal hier durch. Sehr schön. Hey, das ist ja eigentlich ein Riss des großer Schrein. Also da könnten wir uns echt schön heute amüsieren, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jedenfalls wäre es mal cool zu gucken, ob wir hier hoch könnten. Vielleicht. Nee. Hier jedenfalls nicht. Die Frage ist natürlich, guckt euch das hier mal an. Vielleicht muss man ja. Ne, Moment, jetzt muss man das Ganze genauer mal angucken. Also, ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr, deswegen. Das Problem sind diese blöden Steine, ne? Die machen die Sache so ein bisschen kompliziert. Aber wir werden das schon herausfinden, das ist überhaupt keine Frage. Nur wir müssen halt immer darauf achten. Aha! Hey, vielleicht können wir uns da ja rüberschleudern. Hey, nicht schlecht. Hä? Geht das überhaupt? So. Geh runter und. Zack! Yeah! Es funktioniert. Wie cool ist das denn? So, dann öffne mal die Truhe, Link. Und wir halten. Oh, ein Bernstein. Versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Nicht schlecht. Aha. Aber seht euch das hier mal an. Das ist doch, eine richtig feine Sache, dass wir uns hier einfach rüber schleudern lassen können, ne? Das könnte die Sache auf jeden Fall sehr, sehr einfach machen. So. Können wir das Gleiche eigentlich auch hier machen, wäre die Frage, ne? So, Link, wenn du da bitte mal hochgehen würdest. So. Und dann einmal. Na. Vielleicht hier hoch. Nee, hast keinen Bock drauf. Mensch. Ist ein bisschen so ein für ein Feigling. Und. Woo! Autsch. Das war nicht genug. Da müssen wir uns nochmal noch besser da hochschleudern lassen. Aber wir kriegen das schon hin. Das ist überhaupt kein Problem. So, einmal. Da hoch. Und. Wumm. So, und jetzt.
Aufgepasst. Und. Ah, scheiße, ey. Moment mal. Da fällt mir aber was Cooles ein, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wie wär's denn, wenn wir einfach eine Bombe da hinlegen? Ah, guckt euch diese Röhre hier an. Ja, natürlich. Die legen wir da jetzt ab. Und dann wird sie hochgeschleudert. Und jetzt, liebe Leute, Explosion. Boom. Haha. Das ist ja mal ein cooler Mechanismus. Also Breath of the Wild ist schon sehr, sehr durchdacht. Also muss man ehrlich sagen. So. Und das heißt jetzt, wir sind hier oben angelangt. Ah, hier kann man das auch sehen als so ein Beispiel. Yo, dann würde ich einfach mal sagen, haben wir es geschafft, hier zu unserem nächsten Zeichen der Bewährung zu gelangen. Sehr cool. Also Schreine sind kurz, aber auch teilweise es knackig, muss man ehrlich sagen. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihst dir ein Zeichen der Bewährung. Sehr schön. Ein Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Sehr schön. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja, cool eigentlich, ne? Dann würde ich sagen, vielleicht können wir versuchen, mal, okay, runde Bomben rollen Abhänge herunter, eckige Bomben bleiben liegen, okay. Je nach Ort und Zeit verändert sich die Umgebungstemperatur, alles klar. Yo, dann würde ich einfach mal sagen, oh, na, kommt her, na los, wumm. Tja, ihr seid mir aber Wälse, so. Oh, ein Reiseschwert, cool. Zack. Wumm. Na los. Komm her. Zack. Du genauso hier. Wumm. Zack. So. Seid ihr eliminiert? Ich hoffe doch. Oh. Meine Waffentasche ist voll. Na, so ein blödes Ding aber auch. Och man, die Waffentasche ist voll. So, nichtsdestotrotz haben wir diesen Schrein erfolgreich gemeistert. Und das würde bedeuten, wir können ja mal versuchen, mit unseren Bomben mal diese Zyklopen, diese Vesta hier zu bezwingen. Wäre jedenfalls mal eine kluge Idee, das zu machen. So, dann haben wir die besiegt. Und dann müssen wir nur gucken, wo haben wir vernünftige Vesta. Okay, dann würde ich sagen, Bombe raus, werfen bitte. Und bumm. Oh. So ein Shit. Da war ein Vesta gerade am Leben, okay. Langsam annähern. Bombe. Und bumm. So eine Scheiße aber auch, okay. Besser ran. Werf sie vernünftig. Bumm. Hey. Das macht dir tatsächlich Schaden, ist schlecht. Und nimm das. So. Okay. Das werden wir jetzt mal üben. Wumm. Bumm. Naja, wobei. Das Problem ist jetzt nur, ich glaube, es würde nicht viel bringen, weil die Bomben. Wobei, was macht es eigentlich, wenn wir jetzt mal versuchen, eckige Bomben zu nehmen? Vielleicht machen die ja tatsächlich mehr Schaden. So. Boom. Okay. Na los. Boom. Was? Och, jetzt habe ich es mir schon wieder selbst umgebracht. Ey, das kann doch nicht sein. Nee, also, ich bin davon überzeugt, dass wir
so Nist an die Zyklopen ran sollten oder näher. Sage es mal Zyklopen, natürlich meine ich die Vesta. Es wäre, glaube ich, eine bessere Idee, wenn wir erstmal eine Möglichkeit finden, uns da besser ausrüsten zu können, denn so können wir erstmal nicht ganz so viel gegen sie ausrüsten. Naja, muss man halt mal mit leben, ne? Dann würde ich sagen, werden wir uns jetzt mal wieder... Dann würde ich mal einfach sagen, das habe ich nämlich auch miss noch schlau gemacht. Es gibt ja so manche Bokoblin-Lager, wie zum Beispiel, ja, müssen wir halt mal eins auffinden, ne? Denn ich habe es geschafft, dass wir, werde es euch mal zeigen, ich habe mir Chili geholt und die kann man braten. Und dann habe ich gehört, dass wenn man die brät, dass man dann irgendwie, sage ich mal, der Kälte länger trotzen kann. Und ich bin der Meinung, dass das funktioniert, einfach aus dem Grunde, weil ja, wir, weil ja ein Schrein sich in der Kälte befindet. Und zum Beispiel da oben befindet es noch ein Schrein, den wir bestreiten müssen. Und aus diesem Grunde würde ich mal fast vorschlagen... Ah, guck mal hier. Eine Feuerstelle. Und die sollte jetzt nur noch möglichst einen Topf haben. Das wäre dann ganz gut. Denn das würde dann ja bedeuten, dass wir dann unsere Chili braten können. Und dann können wir ja mal gucken, was das uns bringt. So. Na, irgendwelche Schweine hier am Leben. Alles klar. Und bumm. So ein Shit. So. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Zack. Vielleicht hilft uns der Knochen ja. Zack. Bumm. Sehr schön. Nimm den hier, den Bockstock. Und ein Horn. Naja, jetzt ist es nur doof, dass wir hier keinen Topf haben. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir teleportieren uns einfach mal zum Schrein des Lebens. Und ihr werdet auch sehen, warum ich das mache. Ich mache das nämlich aufgrund... Das macht das aufgrund dessen, dass wir... Halt, ihr wisst vielleicht noch ganz am Anfang, war da ja dieser alte Mann da mit seiner Feuerstelle. Und ich meine, dass da sogar ein Topf gewesen ist. Da müssten wir mal gucken, weil dann können wir nämlich unsere Chili braten, was eigentlich sehr, 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 sehr gut wäre für uns, ne? Naja, jetzt ist es auch in der Nacht, okay, aber... Dann würde ich sagen... Begeben wir uns doch einfach mal zu diesem Ort hier, wo der alte Mann seine Sachen brät. Das müsste irgendwie auf dem Weg hier und nach unten sein. Alles klar. Ah, wobei jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es nirgendwo einen Kochtopf? Ey, das ist so mies einfach. Vielleicht nehmen wir uns einfach einen Röstapfel mit. Es wäre angebracht, wenn wir mal irgendwie gucken könnten, ob es irgendwo ein Lager gibt. Vielleicht irgendeins, wo wir unsere Sachen braten können. Aber zuvor müsste es noch eine Sache erledigen. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran, dass es hier eine Stelle gab, die man sprengen konnte. So. Und da würde es mal gerne gucken, ob wir da irgendetwas Sinnvolles finden. Weil das würde halt bedeuten, dass wir erst an coole Sachen ran können. So. Na los, da hoch bitte. So. Dann nimm dir die Bombe, wirf sie und bumm. Autsch. Okay, kann man die irgendwo hier ablegen, wäre die Frage. So, dann. Aha. So, nimm dir die Bombe, leg sie ab, weg und na los, na los, na los. Bumm. Hä? Geht das etwa nicht? Warum nicht? So. Ach, kletter da doch hoch jetzt, mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein. So, und zünden. Autsch, okay. Dann gehen wir da lieber mit einer
Eckingbombe ran. Wäre zumindest mal mein Vorschlag. So. Legen Sie ja bitte ab, weil die kann ja eigentlich gar nicht wegrollen, ne? So. Legen Sie ab. Schwimmen erstmal ein bisschen schneller. Und dann hoch mit dir, Link. So. Und jetzt. Bumm. Sehr schön. Dann. Hier ran. Und was finden wir da? Hey, eine Truhe. Nicht schlecht. Dann werden wir diese mal öffnen und finden ein Opal. Cool. Ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Es schimmert ähnlich wie Perlmutt und soll die Kraft des Wassers beisitzen. So, nicht schlecht. Okay. Dann haben wir so ein paar Dinge mal. Dann würde es einfach mal vorschlagen, damit... Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wie wir weiter vorgehen sollen. Also, gucken wir uns mal die Karte an. Wir sind jetzt hier. Den Schrein haben wir geschafft. Den Schrein haben wir geschafft. So, und jetzt müsste es noch in... Wobei, ich bin gerade am Überlegen. Vielleicht ist es ja eine gute Idee, wenn wir uns da mal umgucken. Da oben gab es ja auch so ein Lager, ne? Und vielleicht können wir da ja unsere Sachen braten. So. Ah, Moment. Was haben wir denn hier? Ach, egal jetzt, okay. Denn ihr wisst ja, da waren wir auch schon oft genug gewesen. Da gab es ein... eine Stelle, so ein Bekoblin-Lager, wo wir die eventuell besiegen können. Und vielleicht haben wir da ja die Möglichkeit, unsere Chili zu braten. So. Ja, sehr schön. Da haben wir es mit einem Topf zu tun und haben hier eine Bocklanze. Okay. Aber dann würde es einfach mal sagen, oh, was haben wir denn hier noch? Noch mehr Chili. Nicht schlecht. Okay. Jo, dann sieht mein Plan jetzt wie folgt aus. Dann werden wir, das scheint ja mir stark nach dem Topf auszusehen. Erstmal gehen wir nochmal, bitte nicht klettern, Link. Das wäre äußerst nett, vielen Dank. So, wir müssen es ja irgendwie durch diese Kälte hier schaffen. Weil ihr wisst ja, Sissalis. Nee. Ablegen, okay. Kurz zünden, bumm. Alles klar, so. Ihr wisst ja, da ist der nächste Schrein, wo wir hin müssen. Und irgendwie müssen wir es schaffen, durch diese Kälte zu gelangen. Und mir wurde gesagt, dass man irgendwie Chili braten kann, damit man es durch die Kälte schafft. Ne? Und hier haben wir es ja mit einem Topf zu tun, also würde ich sagen, holen wir uns mal... Oh, haben wir keine Fackel etwa? Ernsthaft? Och Mensch, das macht die Sache doch jetzt unnötig kompliziert. Also. Haben wir ernsthaft keine Fackel hier? Oh Mann, ey. Okay. Hier haben wir Schilde, hier haben wir Lanzen, hier haben wir unsere Dinger. So. Warum haben wir keine Fackel? Oh, Mensch, Ometa. Ah, ey, guck mal. Ein brennender Stock. Hey, das geht doch auch. Ey, cool. Okay, leg weg. Denn jetzt können wir mal gucken. Ah, an einem Lagerfeuer kannst du die Zeit verstreichen lassen. Okay. Ich möchte aber nicht warten, sondern ich möchte was Besseres machen. Wir haben ja hier jetzt ein Feuer gemacht. Nehmen unsere Chilis hervor und können sie in die Hand nehmen. Okay. Jetzt haben wir die in der Hand. Können sie kochen. Ne? Und haben scharfe Bratchilis. Lässt es große Kälte aushalten. Das Lieblingsgericht aller Scharfesser. Schmeckst du die sanfte Süße inmitten der beißenden Schärfe? Okay. Dann würde ich sagen, wird Link jetzt mal zu einem wunderschönen Koch in die Hand nehmen. Und einmal kochen, bitte.
Das ist ja ein cooler Mechanismus, ey. Alles klar. Oder würde ich sagen, unsere letzten Chilis werden auch nochmal gebraten. Und zack, in die Hand nehmen. Und kochen. Ja, sehr cool. Okay. Das heißt jetzt also, ja, Link, wäre schön, wenn du die Ausdauer auch beibehalten könntest. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, dass wir uns gebratene Chili nehmen. Die können wir essen. Und haben jetzt einen Kälteschutz. Und zwar für 12 Minuten. Das müsste aber dicke reißen, damit wir das hier bestreiten können. So. Und das heißt jetzt, wir können jetzt dieses neue Gebiet uns in Ruhe angucken und uns auf den Weg machen zu dem nächsten Schrein. So. Wäre nur cool, wenn du es... Oh, scheiße. Wie kommt man da denn rüber, ey? Okay. Ey, das hättest du jetzt nicht gedacht, dass die Ausdaueranzeige so schnell flöten geht? Das ist ja ein Ding. Okay, gehen wir da nochmal in aller Ruhe ran. Haben wir die Möglichkeit zu. So. Irgendwie bin ich der Meinung, dass wir dieses Schiff benutzen müssen. Aber dass die Anzeige so schnell leer geht? Das hätte es ernsthaft nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Oh, shit. Natürlich. Das Wasser lässt uns ja auch einigermaßen erfrieren, ne? Also müssen wir zusehen, möglichst nicht ins kalte Wasser zu gehen. Nur wir haben ja jetzt unseren Kälteschutz, ne? Hä? Warum haben wir denn jetzt keinen Kälteschutz, sag mal? Bin ich bescheuert? Ich meine, wir haben noch einen Kälteschutz. Oder wurde der wieder deaktiviert? Es kann natürlich gut sein, dass der wieder deaktiviert wurde. Aber wir müssen es irgendwie schaffen, über diesen Fluss zu kommen. Und ich meine auch, dass das vielleicht da hinten funktioniert. Bitte nicht, weil wir müssen die Zeit nutzen, ne? Die Zeit läuft da schon, wie ihr sehen könnt. Aber einen Kälteschutz haben wir so. Gegner sind uns jetzt vollkommen schnuppe. Ich habe nur vor, dass wir uns zu diesem Schrein begeben. Sidequests können wir auch mal anders machen. So. Einmal rüber, bitte. So. Das ist natürlich klar. Wenn wir keinen Kälteschutz haben, dann erfrieren wir hier natürlich. Und dann ist es klar, dass wir dann Herzen abgezogen bekommen. So. Das sieht mir aber gut aus, als ob wir da rüber könnten. So. Ich hoffe auch, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Ah, das sieht doch gut aus. Wir haben es hier mit einem... wobei... Ach, Moment mal. Vielleicht... Ah... Seht euch das mal an hier. Guckt euch das mal an hier. Ey, wie cool ist das denn? So. Das heißt, wir haben jetzt... Nein! Och nö, ey. Ey, was soll denn das? Ganz ehrlich. Och Mensch. Ich würde sagen, auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen länger als eine halbe Stunde machen, ich würde einfach sagen, wir werden uns jetzt noch zu diesem Schrein heute aufmachen. Aber ich würde euch einfach sagen, damit ihr nicht schon wieder diesen blöden Weg hier sehen müsst, schlage ich vor, dass ich mal an der Stelle einen Cut mache. Wir sehen uns gleich wieder. Mann, ey Leute, ich bin so blöd. Guck mal an, was ich hier gerade eben gefunden habe. Hier. Seht euch das hier mal an. Hier ist ja noch so eine große Platte, die wir ganz einfach aktivieren können. So, und wenn wir die jetzt vielleicht mit dazu nehmen oder so, dann müsste es uns gelingen,
wenn wir das schaffen, es umzudrehen, es irgendwie dahin zu kriegen. Wir müssen es nur, müssen nur gucken, dass wir das jetzt einigermaßen gerade dahin kriegen, und dann haben wir eine Brücke, über die wir dann rüber können. Und das ist doch eigentlich eine coole, eine feine Sache. So, dann einmal, bitte. Ja, die Perspektive ist ein bisschen blöd, muss man ganz ehrlich sagen, aber okay, so. Das heißt, wir schaffen uns jetzt eine Brücke, wobei es natürlich wichtig wäre, dass die stabil ist. Bedeutet, wir haben natürlich nicht allzu viel Zeit, sonst haben wir nochmal Vorrat. So, wir nehmen uns erstmal dieses Teil vor, verschieben es. Möglichst so. Jetzt nehmen wir uns dieses Teil hier, ziehen es hoch, ein bisschen bewegen und drücken es nach vorne. Zack. Wobei es natürlich wichtig ist, dass die Platte richtig liegt. Heißt, wir müssen zusehen. Ein bisschen abstoßen, das wäre ganz gut. So, jetzt möglichst runter, 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 runter. Und, na, liegt die gut? Noch nicht ganz. Bisschen vorwärts. Liegt die gut? Naja. Die Frage ist natürlich, wir müssen auch vernünftig rüberkommen, ne? Aber gut, dass wir so eine Platte jedenfalls haben, weil das macht die Sache schon mal ein bisschen einfacher. So. Wobei, ich möchte hier kein Risiko eingehen, das ist schon klar. Deswegen werden wir jetzt mal die Platte so hinlegen. Wobei, Mann, das ist gar nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ein bisschen rätseln müssen wir da schon. Vielleicht so rum. Und zack. Na, das ist natürlich Mist, ne? Wo ist die Platte? Da unten. Dann zieh sie hoch. Na los. Zieh sie nach oben, Link. Na hopp. Ey, was ist denn das Problem jetzt? Hä? Och, was haben wir denn jetzt gemacht, ey? Zieh sie nach oben. Na los. Ja, also, geht doch. So. Und jetzt müssen wir versuchen, die irgendwie so zu platzieren, dass wir da einigermaßen gut rüber können. Die Frage ist jetzt nur, wie können wir das vernünftig hinkriegen? Vielleicht so etwa, so langsam ab. Na, wobei, das ist schon ein bisschen zu viel, ne? Ein bisschen ablegen, wumm. Schön. So, jetzt haben wir schon mal hier eine Platte. Dann können wir uns jetzt die als Hilfsmittel nehmen und können jetzt entsprechend genau das Gleiche hier mitmachen. Wir ziehen sie nah genug an uns heran, so ein bisschen so, ablegen, 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 na, noch ein bisschen mehr so, bisschen höher und zack. Scheiße, 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 scheiße. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Geh an Land, geh an Land, geh an Land, geh an Land, geh an Land. So. So ein Mist aber auch. So, wir müssen uns darum kümmern, beide Platten zu nehmen und Riss des. Nein! Nein, 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 nein! Ah! Oh. Ey, was kann man da machen? Ganz ehrlich, das ist so zum Kotzen. Naja, ich würde einfach sagen, damit das für euch nicht allzu langweilig wird, werden wir das Ganze dann vielleicht mal im nächsten Part angehen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn wir jetzt ein bisschen verkackt haben, geben auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und über einen Abonnent würde es mich natürlich auch sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, liebe Zelda-Fans. Bis zum nächsten Mal und ciao.